Wir möchten euch heute mal von Gastrobug die Design-Eismaschine Advanced Control vorstellen. Das ist jetzt wieder ein ganz tolles neues Gerät. Gibt es schon eine Weile, aber ich habe es jetzt neu. Und da kann man, was steht hier drauf, Eiscreme machen. Man kann Naturjoghurt mitmachen, Frozenjoghurt mitmachen. Ihr könnt Softeis damit machen. Ihr könnt Sorbet damit machen. Also da kann man ganz viele tolle Sachen machen. Die werden wir alle im Laufe der nächsten Wochen ausprobieren. Oh, sieht das cool aus. Das sieht cool aus. Ja, man kann so viele schöne Obstsorten in Eis verwandeln. Also das muss nicht immer ein Sorbet sein, was so richtig fest ist. Man kann das Obst auch einfach so in Milcheis mit reinmachen. Das schmeckt auch ganz lecker. Hatte ich mit Mango gerade mal probiert. Zeigen. Wir zeigen euch das und packen das Gerät jetzt erstmal aus. So, hier seht ihr dann das gute Stück ausgepackt. Ich habe hier vorne schon, da war so ein Aufkleber drauf, den habe ich abgemacht. Und dann kann man in Strom stecken und bing, geht es an. Hier war nämlich der Aufkleber drauf, da sieht man, dass das Touchscreen da vorne dann ist. Jetzt habe ich gedacht, gut, hast schon den Strom gestöpselt, funktioniert nicht. Ja, man muss aber, wenn man so einen Schalter hat mit Umlegen, Ein- und Ausschalten, dann sollte man den Schalter vielleicht auch anmachen. So, und dann kann man per Touchscreen das Ding anschalten und dann alles einzeln einschalten. Also ihr könnt, wie gesagt, Eis machen, ihr könnt Softeis machen und Joghurt. Finde ich eine coole Sache. Wir machen heute als allererstes mal ein ganz normales Eis. Dafür will man eine Eismaschine haben. Aber wir zeigen euch mal noch, was alles mit dabei ist. So, ihr habt auf alle Fälle eine Bedienungsanleitung mit dabei. Das braucht man immer, obwohl sich das eigentlich fast von selbst erklärt. Hier kann man zum Beispiel die Rührgeschwindigkeit einstellen. Dann habt ihr hier auch ein paar, also erstmal alles, was so zu beachten ist. Und dann habt ihr auch ein paar Rezepte drin. Aber ihr könnt euch natürlich selber Eisrezepte machen. Und wir nehmen gleich mal eins, was wir selber gerne essen, was wir nutzen. Also das wäre die Anleitung. Dann hat man so einen kleinen Messbecher mit dabei. Man hat, um das Eis rauszukratzen aus diesem Eisbehälter, damit man das nicht verschrammt, hat man so ein Plasterdingens mit dazu. Und ihr habt auch einen richtig tollen Eislöffel dabei, um so Kugeleis zu formen. Finde ich immer wieder ganz cool. Ich habe schon so viele ausprobiert, aber der hier ist richtig super. So, und wir machen dann jetzt einfach mal ein Eis. Hier haben wir unseren Eisbehälter, der ist aus Edelstahl, bei manchen ist es aus Aluminium, hier ist es Edelstahl. Wir haben hier so einen Rührer drin, der rührt auf mehreren Etagen, finde ich auch cool, dass man den hier so einsetzen kann. So, und jetzt müssen wir uns ein Eis, da geht anderthalb Liter da rein, anderthalb Liter Eis kann man da machen. Wir nutzen jetzt erstmal solche gezuckerte Kondensmilch, da muss in Eis, damit es cremig bleibt. Auch wenn man es wieder einfriert. Süß muss es sein. Nee, das muss, ja, da muss Zucker drin sein, damit es nicht fest wird wie ein Eisblock. Je mehr Zucker drin ist, desto cremiger bleibt das Eis. Wir machen ganz viel Zucker rein. Also eine so eine Dose Kondensmilch hier, gezuckerte. Und genauso viel Milch oder Sahne und Milch im Verhältnis, wie man das gerne haben möchte. Genau die gleiche Menge an Milch, weil wir den Behälter hier haben, können wir den gleich füllen mit Milch. Ihr könnt auch einen Schuss Sahne reinmachen und den Rest mit Milch auffüllen. Ich glaube, ich habe sie ja immer 50 Milliliter mehr genommen an Milch. Für die andere Eismaschine, die wir da schon hatten, da habe ich aber noch kein Pistazieneis gezeigt. Das zeigen wir jetzt einfach mal. Ach so. So, Milch, Sahne und also diese gezuckerte Kondensmilch. So, und dann habe ich mir, um Pistazieneis machen zu können, Pistazien gekauft. Man kann jetzt bei Metro online bestellen. Früher konnte man da gar nicht bestellen. Jetzt geht das alles. Habe ich mir bei Metro Pistazien bestellt. Woanders waren die nämlich schweineteuer. So, und jetzt mache ich hier. Na, mal gucken, wie viel wir reinhauen. 100 Gramm auf alle Fälle. Das ist aber fein. Das ist schon schön gemahlen. Man könnte das noch feiner mahlen, aber so hat man dann noch so ein bisschen Biss mit drin. Ja. Ich mache jetzt einfach 120 Gramm drin. Ja. So. Na, das ist die ganze. 120 Gramm. So, und das müssen wir jetzt richtig schön verrühren. Am besten mit dem Schneebesen.
das schön. Man kann das auch in den Mixer tun und im Mixer schön verrühren. Dann wird das ganz, ganz cremig. Und weil ja dann die Nüsse nochmal, also die Pistazien nochmal gemahlen werden, im Mixer praktisch. Dann kann man sich ausprobieren, wie man es gerne haben möchte. Wir machen es jetzt hier einfach mal mit den Pistazien so, wie wir es hier haben. Das muss ich nur die Kondensmilch schön auflösen. Und dann müssen wir mal weiter schauen. Ich habe hier noch ein bisschen Vanilleextrakt. Da lassen wir einfach noch ein bisschen was mit reinlaufen. Nach Vanille schmecken ist immer gut. Ja. Mal so ein bisschen mit rein hier. Vielleicht so ein Teelöffel ungefähr ist das vielleicht noch. Das ist der Rest jetzt hier. Das ist der Rest, der hier so drin ist. Da könnt ihr mal sehen, wie viel Eis hier schon hier ist. So, und wenn das schön verrührt ist alles, wird das einfach in diesen Rührbecher eingefüllt und dann in die Eismaschine eingesetzt. Ich habe jetzt ungefähr so einen Liter drin und dann wird das ja noch aufgeschlagen, kommt ja Luft reingeschlagen. So, jetzt stellen wir den Behälter erstmal in die Eismaschine. So reinstellen und dann einmal ein bisschen drehen, dass das hier so richtig drin sitzt. Einklickt. Dass das hier so in der Seite so einklickt und dann den Deckel drauf machen. Na komm. Das ist nicht richtig drin. Doch, nee. Jetzt. Deckel im Uhrzeigersinn, bis er fest ist. So. So, wir schalten dann erstmal Eis ein. Wir wollen ja entweder Eiscreme kann man hier machen oder eben diese Softeis, aber Eiscreme. Und dann kann man einschalten, wie schnell sich das drehen soll, also innen drin dieser Rührer drehen soll. Wir wollen mittlere Stärke, das wäre das hier. So, und jetzt kann man aber auch noch den Härtegrad des Eises einstellen, also ob man jetzt Sorbet haben will, ob man festes Eis haben will, was man so richtig mit dem Dosierlöffel rausnehmen kann. Dafür muss man jetzt hier nochmal die Eistaste drücken und dann sieht man hier die Balken. Und ach so, dann kann man bei Plus und Minus das einstellen. Oh, komm. Da. Da. Nee, diese Balken hier. Mhm. Ach so, wenn das auf voller Tour ist, muss man natürlich Minus drücken, wenn man das nicht so hart haben will. Und dann kann man... Ach, die so, Balken zeigen diese Balken zeigen dann an, wie fest das Eis wird. Ach, wir wollen erstmal so Mittel haben und Temperatur kann man nicht entscheiden, die Zeit einstellen. Und dann hatten wir das ja alles schon, wie oft sich das dreht oder wie schnell sich das drehen soll. Und dann können wir einfach anmachen und dann läuft das Teil die 60 Minuten oder 40 Minuten oder was man gerade eingestellt hat. So, und jetzt wird dann erstmal das Eis gerührt. Schön. Immer lang hin. Geht aber ja schon langsam. Ja. Das Rühren kann man doch bestimmt auch noch. Na, wieder zurückstellen. Machen wir Pause. Und ja, dann genau. Schneller rühren. So, man muss dann immer Pause zwischendurch drücken und dann geht's weiter. So. Jetzt geht das. So gefällt mir das. Genau. Ja, das kann man sich aussuchen, wie man das haben möchte. Und jetzt lassen wir das 40 Minuten rühren und frieren. So, ihr seht hier gerade, die Zeit zählt dann rückwärts. Es wird erstmal gekühlt und was weiß ich. Und die Zeit, wir sind jetzt hier gleich bei 40 Minuten. Wir hatten ja Eiscreme oder eben... Wie heißt das? Softeis eingestellt, die Drehgeschwindigkeit und alles. Also mein Eis ist gleich fertig oder unser Eis. Mal gucken. Schaut mal, da dreht es jetzt. Ist also schon ein bisschen mehr geworden, dadurch, dass ja Luft reingeschlagen wird. Und vielleicht machen wir doch nächstes Mal diese Pistazien noch ein bisschen feiner. Aber das muss man sich selber ausprobieren, wie fein das sein muss, damit dir das selber schmeckt. Manche mögen ja Nussstückchen drin, ich also ja. Hier Pistazien. Ich ja. Und schauen wir mal. Bei mir muss das nicht so fein. So, jetzt hat sich die Maschine alleine ausgestellt. So schnell waren wir jetzt ja nicht, um das filmen zu können. Aber das Eis ist jetzt fertig. Man kann den Gefriergrad einstellen, wie fest man das Eis haben möchte. Ich hatte jetzt so Mittel eingestellt. Und jetzt muss man hier bloß die Reste ein bisschen abmachen. Und dann machen wir uns gleich erstmal ein schönes Eis. So, ich hatte mir jetzt extra für diesen Sommer hier mal so eine Eiswaffeln gekauft. Jetzt essen wir unser erstes Eis aus der neuen Maschine. Hier aus so einer Eiswaffel. Und... Ist mal was anderes. Steckt da drin? Ja, steckt worin? Da drin. Ja, dann kriegst du nicht wieder raus. Klar. So, wir haben jetzt erstmal unser Eis. Den Rest friere ich natürlich ein.
wenn man das rausnimmt aus der Kühltruhe wieder, muss man das ein bisschen antauen lassen, dann bleibt das aber relativ cremig. Also aber lecker. Ohne irgendwelche Zusätze da jetzt reingemacht zu haben, bloß ein bisschen antauen lassen, durch den hohen Zuckergehalt wird das nicht richtig dolle steinhart fest. Aber lecker. Wir essen jetzt erstmal Eis und ihr könnt mit der Eismaschine ja noch viele andere Sachen machen. Wir werden euch da demnächst noch ein paar andere Videos zeigen, denke ich mal. Aber es ist ein cooles Gerät. Schaut euch da mal um, wenn ihr eine neue Eismaschine sucht. Ich verlinke euch das, wo man das bekommen kann. In diesem Sinne, bleibt weiterhin neugierig und schaut wieder bei uns rein. Denn wir zeigen euch immer wieder die neuesten und coolsten Sachen, die wir finden oder machen. Ja. Lecker Pistazieneis. Und jetzt verabschiede ich, dass wir jetzt erst noch essen gehen. Wir gehen jetzt essen. Ja.